Für das zweite Türchen müssen wir den Kalender einfach mal umdrehen. Der hat nämlich zwei Seiten. Das hatte ich, glaube ich, bei noch keinem Adventskalender, den ich bislang ausgepackt habe. Also, dass es zwei Seiten gibt und auf jeder Seite finden sich Türchen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mehr Kinderspielzeug. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch, und zwar den Babyborn Adventskalender. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, hergestellt von Zapfkreation. Und ich habe jetzt einfach mal unsere Babyborn-Puppe mit dabei. Und die wird mit uns gemeinsam diesen Adventskalender auspacken. Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in dem Adventskalender drin ist, weil ihr noch ein paar Wochen bis zum 1. Dezember warten möchtet, dann guckt euch das Video besser nicht an, denn wir starten direkt mit dem ersten Türchen. So, das erste Türchen des Adventskalenders ist hier. Und da haben wir ein Oberteil, glaube ich. Also, wir können die Sachen aus dem Adventskalender dann auch am Ende unserer Babyborn-Puppe anziehen. Könnte auch eine Strumpfhose sein. Nee, es ist ein Buddy. Und zwar in Weihnachtsoptik mit so einem Rentier drauf. Wird hier sicherlich sehr, sehr gut stehen. In pink-rot gestreift. Also wirklich ganz, ganz süß. Und das schon im ersten Türchen. Normalerweise steigert sich das ja so ein bisschen bis Weihnachten dann. Also, je näher Weihnachten rückt, desto bessere Sachen oder tollere Sachen sind im Adventskalender drin. So, wo ist das Türchen Nummer 2? Für das zweite Türchen müssen wir den Kalender einfach mal umdrehen. Der hat nämlich zwei Seiten. Das hatte ich, glaube ich, bei noch keinem Adventskalender, den ich bislang ausgepackt habe. Also, dass es zwei Seiten gibt und auf jeder Seite finden sich Türchen. Nummer 2, da haben wir ein Haarreif, schätze ich mal. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein Haarreif. Oder ein Haarband. Nee, es ist eine Schnullerkette. Hier kann man nämlich dann den Schnuller befestigen mit diesem Clip hier am Oberteil oder auch an der Hose von Babyborn. Aber da fehlt auf jeden Fall noch der Schnuller. Aber der wird sich hier irgendwo in dem Adventskalender verbergen. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 3. Da haben wir irgendwas mit so kleinen Bommeln. Könnte ein Stirnband sein. Ja, es ist ein Babyborn Stirnband. Auch total niedlich. Ebenfalls in so einer Weihnachtswichteloptik. Also rot und grün, das sind ja vor allem die Farben von Weihnachten. Vielleicht noch so Gold und Silber. Aber stelle ich mir auch auf jeden Fall total süß vor. Türchen Nummer 4. Ich glaube, das findet sich wieder auf der anderen Seite. Da müssen wir den Kalender einmal drehen. Das haben wir hier unten. Und im vierten Türchen finden wir den Schnuller. Und zwar wieder mit der typischen kleinen Ente drauf. Es gibt ja so ein paar Sachen, die finden sich bei Babyborn immer wieder. Die Ente, der Teddybär oder auch dieser kleine Hase. Und jetzt, upsala, wo wir die Schnullerkette haben, können wir auch den Schnuller daran befestigen. Wahrscheinlich hier einmal so durchziehen. So, so funktioniert das Ganze dann. Wir werden Babyborn, glaube ich, mal gleich umziehen. Dann können wir hier schon mal ein paar Sachen, die wir schon im Adventskalender bekommen haben, einfach hier anziehen. Nummer 5 ist hier unten. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal so bei der Hälfte der Türchen, also so bei der 12. Tür. Hier haben wir ein weiteres Weihnachtsoutfit. Ich glaube, ein weiterer Buddy. Nein, es ist eine Socke. Cool. Also nicht unbedingt was Babyborn anzieht, sondern eher was Babyborn vielleicht bekommt. Zu Weihnachten füllt dann der Weihnachtsmann oder auch am Nikolaustag dann diese Socke oder diesen Strumpf hier. Der ist auch total süß gemacht. Hier oben kann man den dann noch mit so einer Schlaufe aufhängen. Also auch ein ganz, ganz cooles Türchen. Nummer 6 ist, glaube ich, wieder auf der anderen Seite. Ja, hier oben. Das sieht aus wie selbst gestrickt. Eine kleine Socke oder so. Vielleicht eine Mütze. Ah, doch nur so gemacht. Also nicht aus Wolle oder so. Oh, die ist ja niedlich. Das ist eine Rentiermütze mit so einem kleinen roten Bommel. Das ist die Nase von dem Rentier. Auch total süß. Passt mir leider nicht. Passt leider nur Babyborn. Türchen Nummer 7 geht auch direkt weiter. Wieder auf der anderen Seite. Also wir sind hier immer am Drehen mit dem Babyborn Adventskalender.
Und da haben wir etwas, was zu dem Body passt. So, jetzt habe ich es aber. Könnte eine Strumpfhose sein oder so. Nee, es ist ein Schal. Wieder getäuscht. Manchmal auf den ersten Blick erkennt man das gar nicht. Und den kann man dann einfach der Babyborn so umlegen. Passt super von dem Muster zu unserem Weihnachtsbody, den wir jetzt schon haben. Türchen Nummer 8 ist wieder auf der anderen Seite, hier oben. Oh, das ist aber wirklich ein großes Türchen. Ein Fläschchen ist das. Auch in Weihnachtsoptik. Also hier in dem Adventskalender findet sich wirklich alles in Weihnachtsoptik. Ich weiß gar nicht, ob man die Sachen so regulär kaufen kann, wenn man jetzt so Weihnachtsoutfits oder Zubehör für Babyborn gerne hätte. Oder ob sich die Sachen alle nur in dem Adventskalender finden lassen. Auch hier rot-pink. Damit kann man dann das Babyborn-Püppchen füttern. Und da steht nichts drauf. Da sind wieder diese kleinen Entlein drauf. Türchen Nummer 9 ist wieder auf der anderen Seite. Ja, hier oben ein ganz kleines Türchen. Ich glaube, das ist bislang das kleinste Türchen, was wir hier hatten. Und da ist erstmal so nichts drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier irgendwie reingerutscht ist. Das heißt, wir finden eventuell zwei Sachen in einer Tür. Also Türchen 9 müssen wir jetzt einfach mal überspringen. Da erwarten uns später mal noch eine weitere Überraschung. Türchen Nummer 10 sind wir jetzt. Und das ist hier unten ein weiteres Fläschchen oder so. Oder einfach so eine kleine Dose. Da kann man vielleicht Puppennahrung oder sowas einfüllen. Ja, ganz schlicht gehalten, aber eben auch in diesem Rot und Pink. Türchen Nummer 11. Wir haben ja gesagt, ab dem 12. Türchen kleiden wir unsere Babyborn-Puppe jetzt mal ein. Also gleich ist es soweit. Dann bekommt Babyborn ihre neuen Sachen. Türchen Nummer 11. Wieder was zum Anziehen. Oh, Entschuldigung. Ich habe Babyborn umgehauen. Sie war einfach super erstaunt, was hier drin ist. Und es sind Handschuhe, so winzige kleine Handschuhe. Ich hoffe, Babyborn hat sich nicht verletzt. Aber ich denke, das war nicht so schlimm. Also die sind wirklich total süß. Da sind so kleine Zuckerstangen drauf. Türchen Nummer 12. Vielleicht muss Babyborn ein bisschen Sicherheitsabstand halten. Haben wir hier unten. Ich glaube, das hier ist aus Türchen Nummer 9 gefallen. Das ist nämlich so klein und könnte hier direkt in das Türchen reinpassen. Da sind nämlich zwei Sachen in dem Türchen 12 enthalten. Hier haben wir eine Einhornkette mit einem silbernen Einhorn. Auch sehr, sehr süß gemacht. Ein rotes Bändchen, das lässt sich dann auch verstellen. Könnte auch als Armband getragen werden oder eben halt als Kette. Und jetzt schauen wir mal, was hier eigentlich in Türchen Nummer 12 drin ist. Nämlich wieder Schmuck. Oder es könnte auch ein Beißring sein. Ja, ich glaube, es ist ein Beißring für einen Armreif. Ist der Ring einfach zu schmal, schätze ich? Könnte ein Beißring sein oder eben auch ein Armband. Vielleicht sogar. Nee, ich denke, es ist doch ein Armband. Oder? Beißringe sind ja meistens nicht so schillernd oder schmückend, sage ich mal, mit den Perlen und so. Doch, ich glaube, es ist ein Armband. So, wir werden jetzt Babyborn mal mit den Sachen einkleiden, die wir schon haben. Und dann sehen wir uns wieder. So, das ist jetzt unsere Babyborn im Weihnachtsoutfit. Ich konnte ja leider nicht alle Sachen anziehen, weil ich musste mich letztendlich entscheiden zwischen dem Haarband und der Mütze. Aber ich finde die Mütze wirklich total drollig. Und das Outfit an sich ist wirklich total süß gemacht. Das behält sie jetzt erstmal an. Weiter geht's mit Türchen Nummer 13. Das ist wieder auf der anderen Seite, glaube ich. Ja, hier unten. Also die Hälfte des Adventskalenders haben wir jetzt schon. Und es waren wirklich super tolle Sachen dabei bislang. Ups, habe ich die Tür direkt abgerissen. Was haben wir hier? Oh, ein Lätzchen. Ebenfalls im selben Design, aber Babyborn trägt ja jetzt schon einen Schal. Deshalb, das mache ich ihr nicht um und wenn nur am Ende des Videos. 13 hatten wir schon, 14 ist wieder auf der anderen Seite, nämlich hier. Oh, das ist aber wieder ein wirklich großes Türchen. Ein Teller oder eine Schale
Und dazu noch einen Löffel, damit wir die Babyborn mit dem Babybrei füttern können. Dieser Teller und auch der Löffel sind, glaube ich, in einer anderen Farbe auch bei der normalen Babyborn, also bei dem Set dabei. Jetzt haben wir noch einen als Ersatz. Nummer 15. Oh, eine Babyborn-Brille. Ich dachte erst vielleicht eine Skibrille oder so. Falls man mal Wintersport betreibt. Aber ich glaube, es ist eine ganz normale Brille. Mehr sowas wie eine Lesebrille oder so. Das hier ist die Brille. Vielleicht nicht unbedingt was für den Winter, aber eventuell braucht Babyborn ja eine Brille. Weiß ich gar nicht. Nummer 16 folgt als nächstes. Oh, das ist hier vorne doch. Musste ich gar nicht umdrehen. Habe ich direkt übersehen. Da haben wir, ich glaube, diesmal ist es ein Haarband. Ja, das können wir dann der Babyborn einfach so umlegen. Also entweder so rum oder eben auch so rum. Passt wahrscheinlich nicht auf die Mütze, oder? Oder doch? Passt auch über die Mütze. So kann man dann die Mütze direkt noch ein bisschen verzieren. Sieht wirklich super aus. Nummer 17. Oh, das sieht mir doch nach Stickern aus. Die hängen so ein bisschen fest, aber ich glaube, ich kriege sie doch irgendwie raus. Sonst nehme ich hier mal die Schere. So ein bisschen, als wenn sie hier festklemmen würden. So. Die Sticker haben wir auch. Natürlich im Weihnachtsdesign mit einem Baum, Glocken, der Ente. Und es sind auch ganz verschiedene. Also ganz, ganz schöne Sticker für Weihnachtskarten zum Beispiel, wenn ihr weihnachtlich basteln möchtet. Türchen Nummer 18, das ist wieder auf der anderen Seite. Oh, weihnachtliche Schuhe haben wir hier, natürlich in Rot, damit das auch gut zu Babyborns Outfit passt. Und ich werde die ihr jetzt mal direkt anziehen. So, einmal für den linken Fuß und natürlich auch für den rechten. Unten drunter sind übrigens noch so Schmetterlinge. Das nächste Türchen ist Türchen Nummer 19. Wieder ein ganz kleines Türchen. Ich hoffe nicht, dass es leer ist. Oh, doch. Türchen Nummer 19 ist leer. Das wird sich bestimmt hier irgendwo verstecken. Ah, bei Türchen Nummer 5 war es zu finden. Das ist wirklich was klitzekleines. Ich glaube, es ist ein Armband. Ich hatte übrigens versucht, hier diese Einhornkette über Babyborns Kopf vorhin zu machen. Das geht nicht. Ihr Kopf ist ein bisschen zu groß, obwohl, ich glaube, größer kann man die Kette... Doch, man kann sie vielleicht sogar noch ein Stück größer machen. Aber ich denke, man kann sie sicherlich auch gut selber tragen. Genauso wie dieses Armband hier. Eins für Babyborn und eins für einen selbst. Türchen Nummer 20. Also wir kommen dem Heiligabend wirklich jetzt schon ziemlich nah. Was ist das denn? Ein Weihnachtspulli vielleicht? Ja, ein Weihnachtspullover. Total niedlich. Ebenfalls in dieser Rentieroptik mit Christbaumkugeln und einer Zuckerstange. Ganz, ganz süß. Könnte auch so ein Kleidchen sein. Also ein langer Pullover oder eben ein Kleid. Aber ich finde, das Outfit sieht auf jeden Fall auch schon mal ganz schick aus. Türchen Nummer 21 haben wir jetzt. Das kommt hier. Oh, was ist das? Wieder etwas zum Füttern? Ein neues Döschen. Hier kann man dann wieder Puppennahrung oder irgendwas reintun. Oder Bonbons oder was auch immer. Türchen Nummer 22. Wieder ein relativ kleines Türchen. Oh, eine weitere Kette, ich glaube. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tierchen ist. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Ein Dino? Könnte ein Dino sein oder ein... Nee, es ist ein Drache. Erkennt man hier hinten an den Flügeln. Also Schmuck mit einem Drachenanhänger als Kette wieder. Türchen Nummer 23, also wir sind jetzt wirklich schon sehr, sehr nah an Weihnachten dran.
Aber wo ist denn das Türchen 23? Hier. Direkt übersehen. Das ist das vorletzte Türchen von unserem Babyborn Adventskalender. Und es ist wieder was zum Anziehen. Was könnte das denn sein? Schal, Mütze haben wir schon. Schuhe haben wir. Vielleicht eine Hose oder eine Leggings oder sowas. Ja, und da habe ich richtig geraten. In den passenden Farben noch eine Hose, damit Babyborn auch im Winter nicht frieren muss. Denn jetzt sind ihre Beine noch ohne Kleidung. Türchen Nummer 24, das letzte Türchen von unserem Babyborn Adventskalender. Und die Spannung steigt. Normalerweise ist ja bei 24 immer das Beste drin. Sagt man so. Aber ich finde, alle Sachen waren schon gut. Oh, was ist das? Ein Wintermantel oder sowas? Es ist eine Weste. So eine richtig flauschige, kuschelige. Mit dem Babyborn-Motiv, diesen beiden Entlein. Und jetzt kann Babyborn wirklich in den Winter starten. Ich glaube, sie ist richtig gut ausgerüstet mit der Mütze und auch der Weste. Ich werde ihr die restlichen Sachen jetzt noch anziehen und dann gucken wir mal, wie unsere Babyborn-Puppe aussieht. Das war's jetzt zum Babyborn Adventskalender. Ich finde die Sachen wirklich super schön, die dabei gewesen sind und ich glaube, jetzt kann der Winter auch wirklich kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!